Die weltweiten Statistiken werden wir uns ganz am Ende wahrscheinlich dann angucken, wenn wir alles gesehen haben. Oder wenn, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mache, wenn wir alles gesehen haben, oder ob wir das machen, wenn ich die Story für mich einmal ganz durchgespielt habe. Das muss ich mal noch gucken. So, einmal was getrunken hier. Weiter geht's. 6. November 2038. No. Erstmal gucken, wie es ja geht. Okay, gut. Ja, ich weiß, ich soll das Feuer nur entfachen, aber ich möchte erst hier einmal lesen. Das ist super interessant, was da drin steht. Ja, war sehr interessant, also gut. Dann, ey. Ganz vorsichtig, das da einfach reinschmeißen, okay. Wo ist hier der Mister? Der hier? Noch? Der andere? Interessant. Ich stehe bitte schon wieder. Ich dachte, ich gucke mir das dann an. Nö, 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 zurücklegen. Ich habe ja versprochen, ich glaube nicht. Habe ich überall die Möglichkeit oder? Interessant. Den Vogel, was mache ich mit dem? Den nehme ich einfach auch mal so in der Hand, okay. Ich hatte versprochen ihr nicht, dass ich nicht mehr klaue. Da halte ich mich auch jetzt mal dran. Okay. Könnte ich rein theoretisch einfach neben ihr stehen bleiben? Bestimmt, gell? Ah, sie schläft noch, okay. Oh, nee, ich wollte. Nein! Ja, genau. Was haben wir hier? Auch gut. Gut, man sieht nichts, das ist auch vernünftig so. Okay, Haare schneiden ist vermutlich im Bad, ne? Das heißt, ich gehe erstmal nicht ins Bad, sondern gehe erstmal noch hier rein. Okay.
Die Busse fahren auf jeden Fall wieder. Da war ja fast der letzte Bus, den wir hatten ja den letzten Bus, glaube ich sogar. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine aber schon. Kann ich hier auch rein? Nein, kann ich nicht. Okay, dann auf ins Bad. Ja, eh. Und Kuh. Interessant. Interessant, interessant, okay. Neuer Haarschnitt. Schlecht sieht's nicht aus. Wähle neue Haarfarbe. Kann ich die danach nochmal ändern, wenn es mir nicht gefällt? Ich kann meine aussuchen, okay, mal gucken. Jetzt nicht aus Versehen das falsch drücken. Jetzt fehlt mir noch 3. Okay. Ich weiß, das ist vielleicht komisch, aber ich mache sie weiß. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Oh, was stell dir mal vor, ihr müsst da mit so einer Schere in eurem Kopf rumpuppeln. Neues Aussehen? Check. Alice kriegt gleich den Schock ihres Lebens. Lecker. Kann ich hier irgendwas untersuchen oder so? Nö, kann ich nicht. Ja. Da ich hiermit nichts machen kann, würde ich behaupten, ich gehe mal lieber zu ihr zurück. Das wär's erstmal. Oh, hi! In dem Motel werden die bestimmt schon Officer, wir gewesen. Fragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Nein, die finden nichts. Was willst du mit dem machen? Keine Ahnung. Er steht da einfach so rum. Schon 2:30 Uhr. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Jetzt verpfeift doch deine Kollegin hier nicht. Ich glaube, es sagt... Ralph hat was zu essen für das Kind. Oh, wow. Für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Ja, aber doch nicht so. Das ist sehr nett von dir, Ralph. Aber wir müssen los. Los? Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Okay. Schon bevor er austickt und irgendwie... Ralph,
hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Ja, bevor irgendwie auch schon macht. Toll. Das wird ganz toll. Naja, mein Brätherz macht es nicht roh. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Bisschen crazy ist er ja schon. Mutter, ne? Mutter, kleines Kind. Bitte, Kara. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte, sie möchte nichts essen. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht. Warum habe ich jetzt bei ihr was verloren? Ich habe doch die Wahl gesagt. Aber Ralph hat das für sie gekocht? Also isst sie es! Ach so. Ich habe nicht gelogen. Mach schon. Iss. Boah, yeah. Ich habe die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein. Ralph. Vater. Mutter. Kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Ralph hat sich Mühe gegeben. Ja. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ja. Wir wissen die Mühe auch sehr zu schätzen. Ralph ist nicht böse, nein. Nicht böse. Der Typ, der gleich reinkommt, schon. Jemand zu Hause? Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ja, ich finde den auch. Ich mag den Charakter auch, ja. Mach nichts kaputt hier. Warte mal, ich warte noch 5 Minuten. Vielleicht brauchen die mehr Zeit. Ich bin noch gar nicht da. Ich guck mir erst den Zaun noch mal an. Ich verschaffe auf euch Zeit. Okay, genug Zeit. Reicht jetzt. Was mache ich jetzt? Ich mach mal. Das ist eine schwere Entscheidung. Weil ich auch immer nicht genau weiß, was passiert. Ich mach mal 4. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Okay. Dann nehme ich jetzt 2. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Das ist die Frage, nicht beschwichtigen oder nehme ich AX400? Die Frage ist, wird er uns verraten oder nicht? Ich suche nach einer AX400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Wow! Hab keine Angst. Ich
Okay. Ich scanne den Typen. Genau wie ich es tun soll. Weil ich mich bewusst dafür entschlossen habe, nicht in den Raum zu gehen. Komme, Lieutenant! Okay, der Stresslevel geht runter, wenn ich hier hingehe. Gut. Ja gut, okay, da ich jetzt Stresslevel 80% ist schon eine Menge, ne? Ist jemand da oben? Nein. Nein! Die kurze Antwort, niemand. Super. Und auch nur die Leiche, aber... Nicht da hochgehen. Ich würde da gerne hochgehen. Ja, geh da hoch. Ja, komm, dreh dich um. Ja, genau. Connor. Okay, geht da nicht hoch. Was zur Hölle machst du? Er versucht da hoch zu gehen. Hast du was gefunden? Nein. Nein, hier ist nichts. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Los, verschwinden wir hier. Das Verhältnis zwischen den beiden wird auch immer schlimmer, obwohl ich weiß gar nicht, ob es noch viel schlimmer geht. Immerhin wurden die beiden nicht gefunden und eigentlich wollte ich sie auch nicht finden. Danke. Beschützt das Mädchen. Die Menschen dürfen es nicht finden. Alles klar. Schlimmer geht immer. Ja, aber ist mir auch egal eigentlich. Solange wie der kann ruhig Androiden hassen, das ist egal, solange wie den beiden da jetzt nichts passiert ist. Das wär wohl Blut gewesen. Guck mal, ich hätte auch machen können, dass die entdeckt worden wären. Und dann wär's noch ganz schön weit gegangen. Aber damit ist die Mission hier auf jeden Fall zu Ende. Ausrufezeichen Akte.